war er schon vor Ihnen hier? Woran würden wir einen Titan überhaupt erkennen? Wir wissen lediglich, dass sie gewaltig sind. Wir haben den Titanen gefunden. Wir stehen in ihm. In ihm? Was soll das heißen? Denkt an den Moment zurück, in dem wir den zerstörten Teig verlassen haben. Ich konnte spüren, dass wir nicht in den tiefen Wegen waren. Die Shabrutol haben uns angegriffen, weil wir an einen Ort vorgedrungen sind, den nur die Reinen betreten dürfen. Den Körper des Titanen. Falls ich nicht überlebe, muss Orsama die Wahrheit über all das hier erfahren. Ich werde nicht sterben, solange Korypheus noch eine Gefahr darstellt. Eine ganze Zivilisation leben? Eine Stadt im Inneren eines Titanen. Unglaublich. Und die Beben haben keinerlei Schäden verursacht. Thank you.
Fanatiker. Haben Sie denn keine Angst vor dem Tod? Vielleicht sind Sie ja die Legion der Toten des Titan. Sag das nicht. Ich will euch nicht zu
einzigen Erinnerungen in diesem Gebiet. Dieser Teil bedeutet der Weg der Reinheit. Und hier ist ein Verweis auf das Blut des Titanen. Dort steht, die Chabrutur kämen hierher, um es zu trinken. Warum sollte ein Titan zulassen, dass die Chabrutur hier leben und sein Blut trinken? Ich bin mir nicht sicher, dass wir alle für ihn mehr sind als nur Insekten oder Parasiten. Lyrium. Das Blut des Titanen ist Lyrium. Das ist eine äußerst gewagte Schlussfolgerung, Walter. Alles, was geschehen ist, hängt mit Lyrium zusammen. Die zerstörten Minen, der singende Stein. Das alles führt hierher. Wir müssen dem ein Ende machen!
Walter, seid ihr verletzt? Oh, zu laut. Das Lied. Stopp! Ich bin... Es geht mir gut. So also fühlt sich Magie an. Es sah aus, als wärt ihr während des Kampfes von reinem Lyrium getroffen worden. Ja, es hätte mich vergiften müssen, aber ich fühle mich gut. Sogar mehr als gut. Ihr sagtet, das Lied sei zu laut. Es hat euch Qualen bereitet. Es war Chaos. Der Rhythmus, dem ich hierher gefolgt bin, nur viel stärker, übermächtig. Aber es ist fort. Ihr hättet mich beinahe getötet. Was geschieht, wenn ihr das nächste Mal die Kontrolle verliert? Das wird nicht geschehen. Ich würde euch niemals Schaden zufügen, Inquisitor. Haben wir es geschafft? Hören die Beben jetzt auf? Als wir diese Höhle betreten haben, habe ich hier eine Präsenz gespürt. Nun jedoch ist sie fort. Der Stein ist verstummt. Der Rhythmus ist verklungen, ebenso wie die Beben. Aber das Lied hallt noch nach. Es erzählt mir so vieles. Die Bresche. Sie hat den Titanen aufgewühlt. Nun jedoch ist er beruhigt, denn er hat eine Verbindung zu einem seiner Kinder. Zu mir. War das der Titan? Haben wir ihn getötet? Der Titan ist am Leben. Das hier war ein Echo, ein Hüter. Aber ihr habt ihn verstummen lassen. Ist dasselbe wie hier auch in dem Teig geschehen, in dem ihr Paragon Garals Buch gefunden habt? Ja, aber ich weiß nicht, was den Titanen damals aufgewühlt hat. Es mag sein, dass es mir das Lied verrät. Irgendwann. Ihr sagtet, ihr wärt ein Kind des Steins, nicht ein Kind der Titan. Ich bin mir nicht sicher, was ich bin, aber der Titan hat mich erkannt. Wie ein Vater, der die Stimme seines Kindes hört. Ihr konntet den Titan beruhigen, aber was geschieht beim nächsten Mal? Es ist schwer, einen Titanen aufzuwühlen. Das letzte Mal ist 1000 Jahre her. Isana, so nennen wir das Lyrium und betrachten es als Geschenk des Steins. Dabei ist es so viel mehr, als wir uns je vorstellen konnten. Ich wurde in die tiefen Wege entsandt, um vergessene Geschichte aufzuspüren. Das hier ist nur der Anfang. Ich werde hier bleiben. Die Schabritol haben Leutnant Wren getötet. Und sie sind immer noch hier unten. Habt ihr keine Angst vor ihnen? Nein. Ich bin rein. Ich kann mich verteidigen. Der Titan ist nur der Anfang? Was sonst könnte es hier noch geben? Die tiefen Wege sind voller Wunder. Voller Antworten auf Fragen, die uns bisher noch nie in den Sinn gekommen sind. Wo werdet ihr leben, wenn ihr hier bleibt? Wovon werdet ihr euch ernähren? Ich habe mein Gespür für den Stein. Und jetzt noch so vieles mehr. Mir wird nichts geschehen. Ihr seid die erste Zwergin in ganz Thedas, die je Magie gewirkt hat. Eure Hilfe wäre für uns von unschätzbarem Wert. Es gibt an der Oberfläche keinen Platz für mich. Diese Welt müsst ihr retten, nicht ich. Der Einsturz der Mine, Rans Tod, das alles ist geschehen, um mich hierher zu führen. Nach allem, was wir erlebt haben, möchtet ihr hier alleine zurückbleiben, um mit dieser Kreatur zu sprechen? Ich bin dazu berufen, mich auf die Suche zu begeben, Inquisitor. Hier gehöre ich hin. Ich verlasse diesen Ort mit mehr Fragen als Antworten. Aber das heißt nicht, dass ihr es auch tun müsst. Seid einfach nur vorsichtig. Die Halle der Bewahrung in Orsama wird wissen wollen, was euch widerfahren ist. Sagt ihnen einfach die Wahrheit, dass ihr es nicht wisst. Lasst uns gehen.
bitte. Er kommt immer zurück. Her mit dem Geld, Salrocca. Thank you.